Danke, Jesus Christus, dass wir hier versammelt sein dürfen, jetzt wieder, dass die Gemeinde wieder präsent ist, dass du, Herr Jesus, vor allem hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du mächtig schon gewirkt hast im Gottesdienst. Wir heißen dich willkommen. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Botschaft, dass sie weit herumgeht, dass sie gesalbt ist und dass wir eine gute Zeit haben werden im Heiligen Geist. Amen. Amen. Es ist so schön, dass ich wieder euch sehe, weil es ist, mir kam es vor, so wie am Fernseher halt, wie die Sprecher am Fernseher, wenn sie einfach kein Publikum haben und einfach in eine Kamera blicken müssen. So ist es bei ihnen. Aber Gott sei Dank seid ihr jetzt wieder da. Das ist so anders, in eure schönen, strahlenden Gesichter zu schauen und halt so zu predigen als in eine Kamera. Gott hat das bewirkt. Wir segnen den Bundesrat. Amen. Und wir danken auch, Herr, für noch weitere Lockerungen, dass wir es bald noch schöner haben und ja, noch mehr einander spüren. Halleluja, auch haken dürfen. Es geht vielleicht noch eine Weile, die Umarmung, aber ja, Halleluja. Ja, wie kam diese Bibelstelle in den Sinn, die ihr inzwischen auch sehr gut kennt, von Lukas 24, wo die Jünger damals eben mit Jesus unterwegs waren, aber sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Das war am Auferstehungssonntag. Und Jesus hat ihnen dort das ganze Alte Testament erklärt, wie man es richtig verstehen soll, weil er von sich gesprochen hat und alles ihnen erklärt hat, was sich auf ihn bezog. Und erst mit der Zeit, rückblickend, haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz. Er war dann schon wieder verschwunden, Jesus. Er wurde am Brotbrechen erkannt. Und sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er so mit uns auf dem Weg redete. Das waren 12 Kilometer und sie wanderten zusammen mit dem Herrn. Ja, gut, ich hoffe, dass heute dein Herz brennen wird ab einer wunderschönen Romanze, sage ich jetzt einmal, im Alten Testament, wo der Heilige Geist und die Braut, die wir sind, so schön beschrieben wird, wunderschön beschrieben wird. Das ist einfach ganz genau diese Zeit, in der wir jetzt auch sind. Und das passt so gut für Pfingsten. Ja, Halleluja, der Herr, Heilige Geist, möge uns die Augen öffnen und heute unser Herz brennend machen, Halleluja. Wir lesen einmal eine Bibelstelle, 1. Mose 24, und dann werde ich dann erklären, aber ihr müsst einmal das ganze Kapitel lesen dort, das Kapitel 24 ist einfach wunderschön, okay. Und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war, sondern, also das wäre bis zu Vers 2 und dann Vers 3 habe ich ausgelassen, Vers 4, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaac dort eine Frau nimmst. Also es war dann die Rede davon, dass eben Isaac, der Sohn von Abraham, nicht einfach irgendeine Frau nimmt, sondern dass die Frau wirklich eine gläubige Jüdin, eine von ihrem Vaterhaus ist. Oder das war das Ziel. Und Abraham nahm seinen ältesten Knecht und redete mit ihm. Geh in dieses Land und hol eine Frau für Isaac. Also wenn du dir das vorstellst. Er hat danach gesagt, ja, aber was ist, wenn sie nicht kommen will? Und was ist, wenn ich keine finde? Dann hat einfach Abraham gesagt, ja gut, dann ist der Eid, dann bist du nicht mehr verpflichtet. Aber er hat ihm geschworen, wie man es früher machte. Also gut, das ist die Situation. Eine Frau für Isaac. Abraham will eine Frau für seinen Sohn und wahrscheinlich Isaac wollte ja auch eine Frau. Isaac ist
Der Sohn von Abraham, wir kennen Isaac. Amen. Kennt ihr Isaac? Amen. Isaac repräsentiert eigentlich hier unseren Herrn Jesus Christus, der eine Braut sucht. Der die Braut sucht. Amen. Abraham wurde ja gesagt damals, opfere deinen Sohn, deinen einzigen. Auch das ist ein wunderbares Schattenbild auf Jesus. Abraham, Vater Gott, der seinen Sohn opfert. Aber Gott sei Dank kam ein Engel und stoppte das Ganze. Aber Abraham war total willig, seinen Sohn, und Isaac war etwa 40 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und er war willig, seinen Sohn zu opfern, weil er so einen Glauben hatte an seinen Bundespartner Gott, mit dem er einen Bund hat. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Er verstand etwas vom Blutbund und hatte so ein Vertrauen in Gott, dass wenn jetzt Isaac auf dem Opferscheiterhaufen da, den er machen musste, wenn er jetzt da wirklich gestorben wäre, er hat schon das Messer in der Hand gehabt und war bereit, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde, steht im Hebräer im Neuen Testament. Das ist jetzt nicht meine Version, das ist die Bibel. Halleluja! Abrahams Glaube, und wir sind Kinder Abrahams. Aber Abraham repräsentiert eigentlich den Vater Gott, Isaac, Jesus Christus, und der Diener im Englischen, the unnamed servant. Der Diener, der keinen Namen hat. Er wird geschickt. Das war der älteste Diener überhaupt dort bei Abraham, der eine Riesendienerschaft hatte, Mägde, Knechte, Diener, alle möglichen Tiere und Herden, noch und noch, und Silber und Gold, und so reich, er war so reich, Abraham. Aber dieser älteste Knecht, jetzt ist das sehr interessant, dieser älteste Knecht könnte wahrscheinlich Eliezer sein. Eliezer kommt im 1. Mose 15 vor, dort wo auch Gott Abraham erscheint und ihm sagt, du wirst Nachkommen haben, schau in den Himmel und schau, der Sand am Meer und so weiter, und ich will von deinem Samen, und immer wieder hat Gott das gesagt. Und Abraham sagt, nein, ich bin kinderlos, meine Frau kann kein Baby haben. Wie Gott das nicht wüsste. Lass doch diesen Eliezer, mein bester Knecht, der kann doch Erbe sein. Er hat gesagt, no, nicht ein Knecht, sondern ein Sohn, dein richtiger Sohn wird Erbe sein. Und da dauerte es viele, viele Jahre, bis Sarah schwanger wurde. Sie war dann eben schon 90 Jahre alt. Das ist ein anderes Wunder noch. Es sind viele Wunder geschehen und auch viele Dummheiten von Abraham, der dann mit dem Magd Hagar noch den Ismael gezeugt hat und all das. Aber eben Gnadenbund. Es ging einfach sehr lange dann. Sie wurden immer wie älter, aber bei Gott ist ja das kein Problem. Also man nimmt an, dass dieser Eliezer der Knecht war. Es würde nämlich sehr gut passen, weil Eliezer heißt Gott der Helfer. Stellt euch einmal vor. Eliezer heißt Gott, der hilft. Und wie heißt unser Heiliger Geist? Der Helfer. Er heißt Helfer. Halleluja! Halleluja! Der Helfer. Glory to God. Und weißt du, dieser Eliezer oder einfach dieser Knecht, der ging, er hat einfach diesen Auftrag gehabt, geh in das Land und hol eine Frau. Weil diese Frau ist natürlich die Braut, und die hieß Rebekka, wie unsere Rebekka. das war die Braut, die er holte für seinen Sohn. Also der Heilige Geist holt die Braut, und der Geist und die Braut sagen, komm. In Revelation, also in Offenbarung ganz am Schluss, Kapitel 22 ist es, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist ist ganz involviert mit der Braut. Halleluja!
Halleluja, Glory, Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist spricht immer von Jesus. Im Johannes 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener kommt, und da ist die Rede vom Heiligen Geist, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist ist nicht, ich bin der Heilige Geist und ich rede. Nein, er spricht vom Herrn. Und jede Church, die Jesus verherrlicht, die immer von Jesus spricht und vom vollbrachten Werk spricht, das sind wir auch, die verherrlichen Jesus, und das ist eine Holy Ghost Church. Weil der Heilige Geist, das ist seine Spezialität. Er redet nicht von sich selbst, sondern er redet vom Herrn. Jesus Christus. Amen. Amen. Er nimmt sich ganz in den Hintergrund und er redet von seinem Herrn, was der Herr gesagt hat. Weil interessanterweise elfmal kam es vor in dieser kurzen Geschichte, dass dieser Diener sie Bezug nimmt auf entweder Abraham oder Isaac und dann dieser Familie, dort wo die Rebekka wohnt, die Verwandten, dem Laban und dem Vater und so weiter, ihm genau das wiedergibt, wörtlich, was Abraham oder Isaac ihm beauftragt haben. Der Eliezer, wenn es er ist, der Knecht, er spricht nicht von sich selbst, er spricht von dem, was der Herr gesagt hat. Was macht der Heilige Geist? Er spricht nicht von sich selbst, lass dich nicht ablenken, sondern er spricht von dem, was er gehört hat. Elfmal. Derselbe wird mich verherrlichen, heißt im Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Halleluja! Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Wenn du Jesus verherrlichst, wenn du von ihm sprichst, wenn du von ihm schwärmst, das heißt übrigens Lobpreis, von ihm schwärmen. Lobpreis heißt nicht, ich komme in die Kirche und ich singe. Das ist nicht Lobpreis. Vielleicht ist dein Herz weit weg und du verherrlichst nicht Jesus. Also ich sage du, natürlich dir. Ich spreche zu vielen. Halleluja. Ja, nein, aber ihn verherrlichen heißt ihn groß machen. Das können wir auch mit Worten. Wir müssen nicht singen dazu. Jesus groß machen, von ihm schwärmen. Von ihm reden. Ha, weißt du, was er gemacht hat? Telefonier jemand und schwärme von ihm. Das heißt Lobpreis. Das heißt ihn groß machen. To boast in the Lord, heißt es im Englisch. Boast in the, plagiere mit dem Herr. Das kennen wir doch alle. Das heißt Lobpreis. Plagiere mit dem Herr. Wow, wow, wow. Darum habe ich so gerne Zeugnisse. Das ist doch einfach super. Glory, Halleluja. Halleluja, Glory. Jetzt die Rebekka. Ihr müsst wirklich die Geschichte lesen, weil wir können nicht einfach, das ist zu lang und zu detailliert, aber es ist einfach wunderbar, wenn wir das genau lesen, was zum Beispiel sie bekam, als eben dieser Knecht hat dann gebetet zu Gott, okay, Herr, also hilf mir, ich muss doch die richtige Frau bringen. Also, wenn jetzt dann eine von diesen Jungfrauen zum Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen, diejenige, die zu mir kommt und fragt, möchtest du auch Wasser? Du bist ein Fremder, oder? Hab noch nie gesehen. Und dann auch noch sagt, möchten deine Kamele auch Wasser? Dann soll es die sein. Und die erste, die rauskam, war tatsächlich Rebekka. Und sie kam auf ihn zu, auf diesen fremden Gast, der da plötzlich war am Brunnen, und hat gefragt, möchtest du Wasser? Ja, gerne. Und sie sagte, möchten deine Kamele auch Wasser? Und
Er war so erleichtert. Und was hat er gemacht? Er hat ihr Geschenke gegeben. Gerade dort schon. Nicht gesagt, oh, du bist jetzt die Braut. Er hat nichts gesagt. Er musste zuerst seinen Vater fragen, mit den Eltern sprechen. Das war ja damals so. Sie hat einen Nasenring bekommen. Anscheinend hat man Nasenring getragen früher. Und ganz, ganz schwere Armspangen hat sie bekommen. Hey, der Heilige Geist gibt uns sofort Gaben. Der Heilige Geist gibt uns Gaben. Und was für Gaben. Welch ein wunderbares Bild auf die Braut. Welch ein wunderbares Bild auf die Braut. Ihr müsst die Geschichte lesen. Aber das Interessante ist, sie nahm das. Sie nahm das ohne Widerrede. Und was noch erstaunlicher ist, dass sie wirklich diesem unbekannten unnamed servant, dieser Knecht, der keinen Namen hatte, der immer nur von seinem Herrn sprach, er hat von Zweien gesprochen, da sehen wir auch die Dreieinigkeit, es waren einfach drei, Abraham, Isaac und der Knecht. Abraham, Isaac und der Diener. Er hat immer Bezug auf Abraham oder Isaac genommen, die verwandt waren mit dieser Familie. Aber das ist die gleiche Familie. Und die Rebekka, die Eltern wollten zuerst dann noch sie nicht ziehen lassen, lass sie doch noch 10 Tage da und so. Und dann hat der Knecht gesagt, lass uns Rebekka fragen, was sie möchte. Und die Rebekka hat gesagt, ich will sofort ziehen. Und sie zog mit dem Knecht die ganze Strecke mit Kamelen, mit allen ihren Mägden, mit ihrem Gefolge. Es waren reiche Leute. Hey, wir sind gesegnet in Christus. Muss dich nicht schämen, wenn du ein Haus und Bedienstete hast. Ja, also wir müssen ein neues Bewusstsein haben. Wenn wir offen sind für alles, gut, wir brauchen jetzt das nicht wie damals, aber einfach, wenn du zu viel hast, kannst du weggeben. Wenn du nur für dich hast, dann ist man plötzlich egoistisch und denkt, ich habe ja genug, ich muss ja niemandem etwas geben, oder? Ich bin ja bescheiden. Falsche Bescheidenheit, gemäß dem Wort. Habe Glauben für mehr, damit du geben kannst. Geben, geben. Es ist schlimm, wenn wir nicht mehr geben können. Aber auf jeden Fall, Rebekka ging mit. Halleluja! Wir gehen mit dem Heiligen Geist. Wir sagen nicht, ja, ich will zuerst was sehen, ich will zuerst was erleben. Hey, es ist schon genug übernatürlich, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Er hat uns Gaben gegeben. Ach, sage ich euch. Ich sage euch, die Botschaft kommt vom Himmel. Ich weiß es, weil ich war echt einfach, Herr, was willst du? Ich wusste, es muss über den Heiligen Geist sein, weil wir müssen ein bisschen mit den Kirchenfesten fließen. Aber es ist auch eine Zeit vom Herrn eingesetzt, nicht nur Kirche. Klar, die Kirche auch, das ist ja schön, aber die meisten haben keine Ahnung, was im Pfingsten geschehen ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns bekommen. Wir sind wiedergeboren worden mit dem Heiligen Geist. Also sie, weil etwas vom Allerwichtigsten, was wir über den Heiligen Geist wissen müssen, im Zusammenhang mit uns, mit der Church, mit der Bride of Christ, mit der Braut, ist, dass wir mit ihm fließen, dass wir uns ihm anhängen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir im Englischen gibt es das Wort yield. Und das ist, ich weiß es einfach nicht. Ich habe immer wieder versucht, das Beste zu übersetzen. Aber es ist einfach ein Wort, das nur im Englischen wirklich das bringt, was es bedeutet, to yield. To yield. Einfach, wenn er rechts geht, gehst du rechts. Und wie einfach ist es zu fließen mit ihm? Weil er geht nie gegen das Wort. Er geht nie etwas gegen das, was Jesus gesagt hat. Die sind co-equal. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Einheit.
Gott. Amen. Ein wunderschöner Vers im Neuen Testament, 1. Petrus 1, 8. Ihn liebt ihr, sagt Petrus, also Jesus. Wir lieben ihn. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn noch nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Welch ein Glauben muss Rebekka gehabt haben, dass sie einfach mitging. Da wartet ihr Mann, zukünftiger Mann. Und sie ging einfach mit diesem Diener mit. Das ist das, was wir machen. Wir gehen mit dem Heiligen Geist, bis wir Jesus sehen, unser Bräutigam. Ja, so wird beschrieben in der Schrift, dass er eine Art unser Bräutigam ist und wir sind die Braut. Und dass es ein Hochzeitsmahl gibt im Himmel, sobald wir dort sind. Also es ist einfach so romantisch. Amen. Es ist sehr romantisch, die Bibel. Sehr klar und sehr schön. Und ja, und Gott hat einfach auch in der Ehe, hat er so ein Abbild von Gott und der Braut gegeben, vom Herrn und der Braut. Es, ja, ich sehe sie und ich sage, ja, genau, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Ihr Männer, liebet eure Frauen, heißt Schatzi, gell? Die Männer sind da dran. Also so wie der Herr die Gemeinde liebt. Genau, genau, ja, und die Frauen sind eher die sich anpassen, aber sind ja beide vor dem Herrn auch, haben ja Vollmacht und haben dieselben Gaben bekommen und so. Und im Petrusbrief gibt es auch noch so einen Vers, dass die Frauen, die Schwächeren sind, aber es ist dort, dass die Rede vom Gefäß, wir haben ein schwächeres Gefäß, unser Körper ist anders gebaut als bei einem Mann. Also aber wir sind nicht schwächer im Geist, auf keinen Fall, das muss man auch richtig verstehen. Genau. Jetzt ist es lustig, dass du plötzlich was sagst da hinten. Ja, das ist ja gut, mach nur mit. Also, jetzt der Heilige Geist wohnt ja in uns und hat uns so reich erfüllt. Es ist eine neue Situation natürlich im Neuen Testament. Jetzt ist sogar der Heilige Geist in uns. Hesekiel, Jahrhunderte bevor dann Jesus kam, hat prophezeit, dass der Heilige Geist kommen wird. Einen neuen Geist will ich in euch hineinlegen. Ich will euch das steinerne Herz will ich wegnehmen und will euch ein fleischiges Herz geben. Und der Heilige Geist wird in euch wohnen, nicht nur um uns herum oder so. In euch, das war nicht möglich im Alten Testament. Das ist nur möglich, wer weiß es, durch die neue Geburt. Wenn wir Jesus als Herrn annehmen, kommt der Heilige Geist in uns. Das heißt, wir sind dann der Tempel des Heiligen Geistes, weil Gott wohnt nicht in einer Kirche, Gott wohnt jetzt in uns. Die Kirche ist leer, wenn du nicht dort bist. Sie ist auch, dort ist der Heilige Geist nicht. Können noch so viele Lampen brennen und blinken und noch so viele Statuen herumstehen. Der Heilige Geist ist nicht dort. Der ist erst dort, wenn du dort hineingehst oder jemand, der glaubt, dort hineingeht. Der Heilige Geist ist schwupp weg vom Allerheiligsten und in uns hineingekommen. Genau, das ist es. Und schau mal, im Titus 3 ist ein schöner Vers. Also die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat alles neu gemacht in uns, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.
Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ein neuer Mensch ist in uns. Weißt du, auch das mit dem neuen Menschen, obwohl wir neu sind, können wir natürlich gegen außen noch die Alten sein. Wir können die Alten sein, uns diesen alten Gewohnheiten hingeben. Ist alles nicht gut, aber es gibt wirklich den alten Menschen und den neuen. Aber eigentlich ist der alte Mensch gestorben und vor Gott ist er gar nicht mehr existent. Wir sind gekreuzigt mit dem Herrn. Wir sind begraben in der Taufe mit dem Herrn. Und wir sind auferstanden mit dem Herrn. Und wir sitzen sogar zu Rechten Gottes mit dem Herrn. Aber dieser alte Mensch hat so, er kommt wegen den Gewohnheiten, die noch in uns sind. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns besinnen und von innen leben, gemäß dem neuen Menschen, der rein und heilig ist, der voller Liebe ist, der voller Geduld ist, der einfach so ist wie Jesus in uns. Halleluja, durch den Heiligen Geist. Der alte Mensch, eigentlich ist es so schade, wenn wir denken, ja, ich bin halt einfach so. Nein, eigentlich bist du nicht mehr so. Eigentlich sind wir alle im Ebenbild des Herrn geschaffen. Und darum, wenn wir uns lernen, hinzugeben dem Neuen und das Wort zu nehmen und zu danken, danke Jesus, ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und mein inwendiger Mensch, der freut sich, der ist voller Liebe. Ich kann den anderen lieben. Ich habe, weil der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen durch die Liebe Gottes, ist Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Weißt du schon, das Amen ist so gewaltig, weil du, um das anzunehmen, das da, und die Schrift und das Schöne, das Neue, braucht es dein Amen. Jedes Mal, wenn du Amen sagst, sagst du eigentlich, ich glaube. Und du bewirkst, dass das, was du bejahst, zustande kommt. Darum ist es so wichtig, dass wir mitmachen im Gottesdienst, dass wir einfach voll dabei sind. Und wie wenn wir zu zweit sprechen, warten wir ja auch nicht, wenn der andere spricht. Und wenn er dann fertig hat, dann vielleicht sagen wir etwas, sondern wir, das ist Feedback und einfach, ja, schön, ich habe Freude, ja, danke, yeah, oh. Oder wir machen einfach mit und genauso ist es auch, weil dann ist es eine Einheit und es ist wichtig für deinen Glauben, es bedeutet wirklich Glaube vor Gott, danke Herr, Amen, 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 Amen. Wir werden dann nächsten Sonntag mehr noch über die Gaben des Heiligen Geistes, so der Herr will. Aber jetzt werden wir noch eine Sache, eben was damals am Pfingsten geschehen ist, eine Gabe Gottes. Der Heilige Geist bringt Gaben, Kraft. Steht im 1. im Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Das Erste, wovon Jesus spricht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Ihr werdet Kraft empfangen. Pfingsten. Pentekoste auf Griechisch bezeichnet das jüdische Wochenfest. Das ist die Shavuot. Das ist eines der großen Feste der Juden, wo sie ja alle versammelt waren, genau zu dieser Zeit. Und das ist eigentlich das Fest, das sie feiern an dem Tag, wo Mose das Gesetz, die 10 Gebote brachte vom Berg Sinai. Das ist das Fest, das die Juden feiern. Und das ist Pfingsten gewesen, Pentekoste, fünf Wochen seit, 50 Tage seit Ostern, oder? Nein, sieben Wochen, 7 mal 7, 49, plus ein Tag.
Pentecost 5, also ja. Praise the Lord. Dann die Auswirkung vom Heiligen Geist. Jesus hat das gerade bevor er in den Himmel aufgefahren ist, wartet in Jerusalem, geht ins Obergemach, wartet dort. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und das geschah. Sie gingen, sie warteten, die Kraft kam. Halleluja. Halleluja. Weißt du, die Jahrhunderte vor dem letzten Jahrhundert, die waren totale Finsternis. Viele Jahrhunderte, eigentlich 1000 Jahre, das Mittelalter. Das muss das Schrecklichste gewesen sein. Weil einfach so fast kein Evangelium mehr da war. Immer hat noch so ein Licht klein gebrannt, aber es war furchtbar geworden auf dieser Erde und dunkel. Und dann, anfangs letztes Jahrhundert, geschah ja dann, dass aus der Heiligungsbewegung damals, viele sehr gesetzliche Gläubige noch irgendwo waren, die aber einfach hungrig waren nach mehr und haben gebetet und gebetet dort in einer Bibelschule, ich glaube es war in Kansas, wo einfach, wir wollen das erleben, Herr, da steht es, der Heilige Geist und Zungenreden, wir wollen das sehen, wir wollen das erleben. Und die haben einfach gebetet, blieben zusammen, tagelang, bis dann diese Agnes erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und begonnen hat, in anderen Zungen zu sprechen, konnte nicht mehr abstellen, ganz lang. Es erinnert mich an diese Familie vom Bündnerland, die bei uns waren vor Jahren. Da kamen zuerst die Eltern begeistert in unsere Gottesdienste und dann haben sie die Kinder mitgebracht. Dann wurde zuerst kam eine Tochter, dann kam der Sohn und dann kam dann die zweite Tochter noch. Und der Philipp, der wurde dann erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er fuhr dann mit den Eltern zurück und das war etwa 2 Stunden Minimumfahrt von hier. Und er konnte nicht mehr aufhören. Und dann irgendwann ist er dann dort, er doch eingeschlafen am Abend und am nächsten Morgen hat er uns telefoniert und gesagt, ich kann nicht mehr in Zungen sprechen, wie geht's schon wieder? Und dann hat, glaube ich, Ludwig mit ihm im Telefon einfach begonnen, am Zungen zu sprechen. Und es ging dann wieder los. Und er hat dann gemerkt, dass man das an- und abstellen kann, wie man ja selber will. Dass nicht der Heilige Geist uns überwältigt und einfach irgendetwas macht mit unserer Sprache oder Zunge. Und das war so lustig. Er war wirklich, wirklich so schön. Aber eben auch diese Agnes, sie war dann aber so erfüllt. So, und das war wie ein Neubeginn. Aus dem Ganzen ist die Pfingstbewegung entstanden, weltweit. Und im letzten Jahrhundert geschahen so viele Dinge. Die ganze charismatische Bewegung, die in jede Denomination hineinging, zu den Katholiken, zu den Reformierten, zu Geschäftsleuten, zu einfach weltweit die charismatische Bewegung. Da gab es eine gewaltige Heilungserweckung letztes Jahrhundert und so weiter. Also wir haben eigentlich so ein Reichtum jetzt wieder auf der Erde, weil Gott hat das alles neu erweckt, was immer schon da war. Aber es war einfach nicht gesucht worden vom Menschen. War nicht, die Erkenntnis war nicht da. Es hat niemand gepreacht. Es hat niemand, und doch Einzelne. Wenn ein einziger Mensch hungrig ist, er wird gesättigt vom Herrn. Der Herr ist da im Überfluss. Niemand kann ihn wegdiskutieren, wegschieben, kann verhindern. Niemand kann verhindern, dass du Fortschritte machst im Herrn. Niemand kann den Plan, den Gott mit dir hat, verhindern. Niemand. Niemand. Denke hoch, denke weit, denke groß. Gott ist ein Megagott.
Amen. Schränke ihn nicht ein. Niemand, Gott hat es schon Josua gesagt, niemand wird in der Lage sein, dir sich in den Weg zu stellen und dir den Weg abzuschneiden und zu verhindern. Niemand, sagt Gott. Niemand, sagt er auch zu dir. Niemand. 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 Gar niemand. Halleluja. Gott ist so gut, aber da geschah es, eben, ihr werdet Kraft empfangen, sie haben gewartet, wir müssen heute nicht mehr warten, wie damals im letzten Jahrhundert, weil das war, es musste neu entdeckt werden und sie wussten nicht, dass man gar nicht warten muss, versteht ihr? Es war wie ein Neubeginn, es war wie ein Neubeginn und da, auch die Azusa Street damals, das ist alles aus diesem, aus dieser einen Person, die erfüllt wurde und dann die ganze Bibelschule dort und dann ging das weiter und weiter. Erweckungen geschahen, Erweckungen geschahen. Also wir schätzen auch die Zungensprache sehr. Das ist nicht einfach so ein Blabla. Ist nicht einfach so, ja, ich kann das auch. Das ist so etwas Kostbares. Die Gabe vom Heiligen Geist, dass wir überhaupt eine neue Sprache sprechen können, die wir nie gelernt haben. Das ist die Sprache unseres inwendigen Menschen, weil es nichts mit dem Verstand zu tun hat. Gerade da siehst du, dass wir nicht nur zweiteilig sind, sondern drei. Der Mensch ist Geist, wir haben eine Seele, Verstand, Wille, Gefühle und wohnen in diesem Körper, der noch Erlösung braucht, der noch Auferstehung braucht, der noch verwandelt werden muss. Ganz bald übrigens. Also im Apostelgeschichte 2 lesen wir diese bekannte Stelle. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Amen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das Wichtige in diesem Vers, das kannst du dir merken oder den Vers wirklich auswendig lernen, weil er betrifft uns alle. Sie wurden alle erfüllt und alle sprachen in anderen Zungen. Man sagt andere Zungen, man sagt Zungengebet, Sprachengebet, im Geist beten. Es ist alles dasselbe, oder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es bedeutet alles dasselbe. Also jene, die sagen, ich bin auch erfüllt und sie sprechen nicht in Zungen, dann ist es noch in dir und noch nicht freigesetzt. Es ist noch nicht freigesetzt, aber alle in der Apostelgeschichte, vom A bis Z, siehst du Menschen, sie wurden erfüllt und sie sprachen in anderen Zungen. Die Sprachenrede ist der Beweis, dass du erfüllt bist. Und diese Geschenke ehren wir. Weil wir sind absolut limitiert, wenn wir den Heiligen Geist nicht fließen lassen durch Sprachenrede. Weil jedes Mal, wenn wir beginnen zu beten in Sprachen, offenbart uns der Herr. Und wir beten gemäß seinem Willen. Es gibt den vollkommenen Willen, beten wir eigentlich nur, wenn wir in Sprachen beten. Weil sonst immer unser Verstand auch noch mitschwingt. Und der Herr sortiert das im Himmel, versteht mich nicht falsch. Es ist wunderbar, jedes Gebet ist wunderbar, auch wenn es nur ein Seufzer ist. Ein Seufzer hört der Herr. Menschen, die nicht mehr sprechen können oder so, oder wenn wir einfach nicht mehr können oder weinen oder so, er sieht das, es ist ein Gebet für ihn. Aber wie mächtig, es geht ja darum, dass wir einen Auftrag haben, dass wir effektiv sind, dass wir die Welt erreichen können, dass wir Macht und Vollmacht bekommen haben vom Herrn und es auch einsetzt. Und ohne Erfüllung geht das gar nicht. Wir können nur so viel machen mit unserem Verstand. Aber mit dem Herrn in Zungen, also wenn wir das vorbereiten im Gebet und wenn wir den Heiligen Geist fragen, er ist ja der, der uns Offenbarungserkenntnis schenkt.
was da alles möglich ist, ist, wir sind unlimitiert. Wir sind unlimitiert. Halleluja. Wir sind Werkzeuge in der Kraft des Herrn. Ich habe da ein Zitat, das gestern von mir kam. You don't have to know all the Bible in order to be used by God. Du musst nicht die ganze Bibel kennen, um von Gott gebraucht zu werden. Die Menschen sind sofort von Gott gebraucht worden. Sie waren hungrig, sie wurden erfüllt und sie gingen auf die Straße und sie begannen ihren Dienst. Halleluja, du hast einen Dienst, ob du auf der Straße bist oder nicht, aber wir haben einfach einen Dienst, wir haben einen Dienst. So viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, glory to God. Weißt du, die ganze göttliche Kraft, die ganze Fülle der Gottheit ist in uns investiert worden. Sie wohnt in seinem Leib. Die ganze Kraft wohnt in seinem Leib. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Im 2. Korinther 4, Vers 7 heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind ein irdenes Gefäß, aber da ist ein Schatz da drin, ein unbeschreiblich großer Schatz, die ganze Fülle der Gottheit. Wir können es nicht ermessen, was es bedeutet, zu was wir fähig sind und wie weit wir gehen könnten mit Gott. Wir können das gar nicht wirklich erfassen, weil wir sehen nur das Gefäß und denken, schwach, unfähig. Aber Gott sieht das Innere. Wir sind ein Riese innerlich. Das heißt, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Das ist der Heilige Geist. Größer ist der, der in uns ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Und Paulus betet ja immer wieder diese Gebete, dass der Heilige Geist uns Offenbarungserkenntnis schenkt. Das ist einfach gewaltig. Und zu sehen, was alles möglich wäre. Halleluja. Danke, Jesus. Der Heilige Geist kam, um in uns zu leben. Wir sind eins mit ihm, weil wir Glieder des Leibes Christi sind. Von seinem Fleisch, von seinem Bein. Und wir sind Repräsentanten seines Königreichs. Damit das Königreich, die Kraft, die Herrschaft Christi, die Herrlichkeit sich in und durch uns manifestieren kann. Wir sind seine, genau, Botschafter an Christi Stadt. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus, für die Botschaft. Danke, Jesus, für die Auswirkung. Danke, Herr, dass du etwas ganz Neues in unserer Gemeinde bewirkst und auch in all den Menschen, die die Botschaft hören. Heiliger Geist, ich rechne damit, dass etwas ganz Gewaltiges in uns begonnen hat und dass du ein Same gesetzt hast, der wirklich aufgehen wird. Wenn du Jesus noch nicht kennst und ihn als Herrn annehmen möchtest, das ist überhaupt der erste Schritt, dann bete doch mir dieses Gebet nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und Retter, jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute lebst. Dank deines vollbrachten Werks bin ich jetzt dein geliebtes Kind. Und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst und mein Herz mit deinem Frieden und mit deiner Freude erfüllst. Amen. Amen. Wenn du erfüllt werden möchtest mit dem Heiligen Geist, genau das, was geschehen ist in der Apostelgeschichte, dann zögere nicht, das Geschenk gehört dir.
Das Geschenk gehört uns. Wir haben es empfangen, aber vielleicht gibt es Menschen, die die Botschaft hören, die das Geschenk noch nicht empfangen haben. Es gehört dir. Weil Jesus selbst hat gesagt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. In meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. Das steht in Markus 16, Vers 17. Bist du bereit? Bist du bereit? Dann bete doch mir dieses Gebet nach. Es geht um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass du in Sprachen sprechen kannst. Amen. Himmlischer Vater, ich bin überzeugt, du wirst mir die Taufe im Heiligen Geist schenken. Und damit auch die Befähigung, in Sprachen zu reden. Überflute mich, erfülle mich und taufe mich mit dem Heiligen Geist. Jesus hat den Preis bezahlt, damit ich jeden Segen von dir erhalten kann. So empfange ich jetzt deinen Heiligen Geist bis zum Überfließen. Und im Namen Jesu erwarte ich voll Zuversicht, dass ich beginnen werde, in einer neuen himmlischen Sprache zu reden. Ich werde meinen Mund öffnen und jetzt im Glauben sprechen. Danke für all die Vorteile, die das Beten im Geist in meinem Leben freisetzen wird. Im Namen Jesus. Amen. Also öffnen wir jetzt unseren Mund und wir reden jetzt in anderen Zungen, damit auch die Botschaft hören, damit sie gleich hineinkommen. Amen. Also ohne, dass du den Mund öffnest und ohne, dass du Stimme gibst, den Worten, die der Heilige Geist in dir gelegt hat, geschieht gar nichts. Du musst den Mund öffnen. Also wir öffnen den Mund und reden in anderen Zungen. Jetzt gerade. Amen. Heute ist Pfingsten. Oh, Halleluja. Korabandatschi kenebore sede kiradosho levrebatane siliano korabayete Levre benishono varahi andoro seya.